Herr Weigel, seit 62 Jahren sind Sie in der CSU. Wir haben mal nachgerechnet. Haben Sie jemals solche schweren politischen Zeiten erlebt? Durchaus. Komme mir niemand damit, dass es früher alles toll gewesen sei, komme mir niemand mit der Nostalgie. Sondern das sind ernste Zeiten. Aber das war ganz sicher zu der Zeit, als 500.000 Sowjetsoldaten auf deutschem Boden standen, 1 Million Sowjetbürger, Hunderte von Raketen auf uns gerichtet waren und mit einem Knopf Deutschland und Europa zerstört hätte werden können, waren die Zeiten ganz sicher nicht besser. Oder man denke an den 17. Juni 1953, an den Aufstand in Ungarn. Nein, wir haben schwere Zeiten. Und trotzdem möchte ich mit der früheren Zeit nicht tauschen. Denn also, bevor Gorbatschow die Tür zur Welt geöffnet hat, war es ganz sicher für uns schwerer als heute. Über Gorbatschow reden wir gleich noch und auch ausführlich. Aber wir natürlich heute die Chance nutzen wollen, ein bisschen Zeitgeschichte und auch Geschichtsunterricht zu machen. Ich habe da eine dicke Mappe gesehen, die Sie mitgebracht haben. Trotzdem, heute, Herr Weigel, kommt alles zusammen. Es kommt die Wirtschaftskrise zusammen, es kommt die Pandemie, es kommt dieser neuerliche Krieg mitten in Europa. Und dann kommt ja noch etwas, von dem viele und interessanterweise neulich auch der Club of Rome gesagt haben, das ist eigentlich neben Klima und allem anderen die Herausforderung unserer Zeit, nämlich das Problem, dass wir nicht mehr in der Lage sind, zwischen Fiktion und Fakten zu unterscheiden. Ja, das ist eine neue Dimension, ohne Zweifel, dass also so viel mit Fiktion, mit Fakes und auch mit Lügen gearbeitet wird. Und insofern ist es für junge Menschen, für jüngere Menschen unendlich schwer, sich ein Bild zu machen. Ich habe neulich eine junge Schülerin gefragt, was liest du? Und dann sagt sie mir, nichts. Sondern sie orientiert sich natürlich nur über ihr Handy und nur über ihr iPhone. Für mich ist es selbstverständlich, jeden Tag 4 Zeitungen zu lesen. Mhm. Oder in meiner Jugend wenigstens eine Zeitung. Die kann man natürlich auch auf dem Telefon lesen, wenn man das will. Ne? Sicher. Ich mache das so zum Beispiel. Ja, okay, das ist selbstverständlich. Aber trotzdem, diese Checks and Balances, auch mit den Medien, die nach beiden Seiten berichten, die auch kritisiert werden, das ist eine neue Dimension. Und insofern ist die Information und Kommunikation heute schwieriger als zu unserer Zeit. Und wenn Sie auf die Proteste schauen, die wir da auch gerade sehen, was sich da gerade so zusammenbraut und interessanterweise von ganz rechts und auch ganz links. Macht Ihnen das Sorge? Ja, das macht mir Sorgen. Vor allen Dingen im Osten Deutschlands. Nun hat der Osten Deutschlands natürlich eine besondere Geschichte. Mussten viel länger die Diktatur ertragen. Da ist noch die Angst vor den Sowjets und vor den Russen da, die sich bis heute weiterentwickelt. Nach dem Motto, um Gottes Willen, kein Ärger mit dem großen Bruder, wenn der kriegerisch auftritt. Aber bei den Deutschen dort entsteht eine unheilige Allianz zwischen ganz links, Sarah Wagenknecht, und Björn Höcke auf der rechten Seite. Und eine solche Konstellation hat schon mal zur Krise, ja zum Niedergang der Demokratie in der Weimarer Zeit geführt. So, die Hufeisentheorie, die berühmte. Da kommt ein Punkt, wo die demokratischen Parteien natürlich kämpfen müssen, sich wehren müssen, angreifen müssen und diese Leute entzaubern müssen mit Fakten. Etwa den Leuten, die da die Nähe zu Russlands suchen in der gegenwärtigen Situation, denen muss man mal die Gemeinden zeigen, die Orte zeigen, wenn die Russen sie verlassen hatten, was dort stattfindet, die Gräber, die es dort gibt. Das heißt also, man muss dort, glaube ich, härter und schärfer argumentieren und auch klipp und klar sagen, mit euch gibt es keine Koalition, mit euch gibt es keine Gemeinsamkeit, ihr steht außerhalb des Spannungsbogens der demokratischen Ordnung. Okay, dann an dem Punkt gefragt, wenn jemand wie Friedrich Merz plötzlich Sozialtourismus sagt. Das ist sehr ungeschickt von ihm. Das ist ja der Versuch, Das hätte ihm nicht unterlaufen dürfen. Nachdem schon der Begriff Asyltourismus ziemlich daneben gegangen ist, mit einem Politiker aus Bayern, mir fällt jetzt nicht mehr ein, wer es ist. Mir auch nicht, aber er soll Ministerpräsident sein. Stimmt.
Sie haben mich überzeugt. Ja, aber der hat sich entschuldigt für diesen Begriff und für diese Benennung. Und jetzt, insofern dürfte so etwas nicht passieren, einem so erfahrenen Mann wie Friedrich Merz. Okay. Es sind am Ende die Kleinigkeiten, ne? Es sind oft die Kleinigkeiten, die sich auswirken. Das törichte Lachen von Laschet im Wahlkampf hat mehr geschadet als vieles andere. Und auch solche Begriffe, die bringt man lange Zeit nicht mehr weg. Und insofern müssten sich die Politiker ein bisschen stärker kontrollieren und reflektieren, was sie sagen, auch im Smalltalk. Das heißt, Sie meinen, das wird ihn noch lange verfolgen, ja, dieser Begriff? Das gibt jedenfalls den politischen Gegner. War das Absicht, ist die Frage. Was war die Intention dahinter? Ich habe es gesehen, wie er es gesagt hat. Da war es eher so im flüssigen Talk. Gell? Mag sein. Aber trotzdem, irgendwann überlegt man sich ja einen solchen Begriff. Ja, er hat es ja hinterher auch noch mal getwittert, ne? Ja. Also der Begriff sollte schon gesetzt werden, ganz offensichtlich. Insofern kann das sein. Und das ist ein Fehler, den er korrigiert hat und der sich nicht wiederholen darf. Weil Sie gerade vorhin Ostdeutschland angesprochen haben, und es betrifft ja nicht nur Ostdeutschland, gab dieser Tage eine Umfrage. Die Frage ist komisch gestellt. Also so sinngemäß sind Sie noch zufrieden mit der Demokratie. Aber das Ergebnis ist dennoch überraschend und ehrlich gesagt auch ein bisschen beklemmend. Wenn fast die Hälfte des Landes sagt, diese Demokratie, mit der bin ich so nicht mehr einverstanden, was sagt uns das? Ich glaube, dass weniger die Demokratie in Frage steht, sondern der politische Zustand, die politische Willensbildung, der politische Prozess. Das ist es, was die Menschen enttäuscht. Aber was konkret, Herr Weigel, was ist es? Wenn Sie sind ja jetzt auch sozusagen einfach Staatsbürger, der abends vorm Fernseher sitzt. Dann gibt es diese Pressekonferenz der 200 Milliarden Doppelwumms, der Kanzler und die beiden wichtigsten Minister zu seiner Linken und zu seiner Rechten sozusagen. Wie nehmen Sie so eine Pressekonferenz wahr? Also zunächst, glaube ich, wäre es gut, erst etwas zu verkünden, wenn es schon feststeht und wenn es schon festgeknüpft ist. Etwas in Aussicht zu stellen und dann erst zu überlegen, wie machen wir das und wie finanzieren wir das, das halte ich also nur für suboptimal. Und dieses Plaudern um die Politik herum, das reicht nicht aus. Wenn man den Leuten konkret sagt, was jetzt geschehen ist, was beschlossen wurde und was dann auch wirkt, dann sieht das anders aus, als wenn man ein Palaver vorher vollzieht und danach erst überlegt, wie realisieren wir das. Ist das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, der Kanzler schwadroniert? Ja, ich habe neulich nach der Ministerpräsidentenkonferenz gesehen und da hat er 10 Minuten lang schlichtweg nichts gesagt. Da ist es doch besser zu sagen, wir haben noch Hausaufgaben vor uns, das und das müssen wir erledigen. Über die Frage haben wir uns heute nicht geeinigt. Das werden wir nächste Woche tun. Das ist doch besser als allgemeine Sätze über das, was im Moment in der Ukraine oder in Russland passiert. Das heißt, da sitzen Sie dann auch zu Hause und ärgern sich? Ja, das finde ich also natürlich nicht gut. Da ist man enttäuscht. Nicht? Und es war damals erst der Ministerpräsident Wüst, der dann klar gesagt hat, was alles noch offen ist, was alles noch passieren muss. Das sollte man eigentlich nicht einem anderen überlassen, sondern das sollte man selber ehrlich sagen. Und wenn wir jetzt mal versuchen, dieser Umfrage zum Beispiel nachzuspüren, auch diesen Protesten nachzuspüren, was die Leute dann eigentlich frustriert und desillusioniert, ist es genau das, dass die Politik sich irgendwie immer schwerer tut, den Leuten die Wahrheit zu sagen, was zuzumuten? Ich finde, spätestens nach dem Überfall Russlands in der Ukraine hätte man den Menschen sagen müssen, auf euch kommen Opfer zu. Und zwar auf jeden von euch. Der Staat kann das nicht alles ausgleichen. Wir werden versuchen, für die Schwächsten das zu tun, was notwendig ist, damit sie über die Runden kommen. Aber auf jeden werden Opfer zukommen. Und das hat eigentlich gefehlt. Nach dem Motto, wir werden schon alles ausgleichen. Wir haben genügend finanziellen Spielraum. You never walk alone. Ja, wir machen einen Wumms und dann machen wir nochmal Wumms. Also was ist das für ein Ausdruck, für ein großes politisches Projekt, Wumms zu sagen? Also da kommt mir Wim und Wumm, kommt mir in Erinnerung und alles Mögliche. Aber das ist doch kein Ausdruck für ein
bewegendes politisches Projekt. Wie hätten Sie es ausgedrückt? Projekt. Ich hätte gesagt, Projekt zur Bewältigung der Krise, Projekt zur Bewältigung der Energiekrise. Unser Programm für das Jahr 2022/23. Und was hätten Sie noch gesagt? Hätten Sie gesagt, okay, für euch tun wir was und für dich machen wir was, für dich machen wir nichts? Oder du musst? Durchaus. Ich glaube, es wäre durchaus möglich gewesen zu sagen, wer gut verdient, der kann davon nicht profitieren. Sondern wir müssen wirklich die kleinen Leute ins Visier nehmen und denen helfen. Aber wir werden nicht jedem helfen können. Und wir müssen auch von denen es gut geht, genau, Opfer abverlangen, die unabdingbar notwendig sind. Und dann hätte man natürlich, muss man die Dimension des Ganzen darstellen. Was bedeutet das? Was bedeutet dieser Krieg? Nicht nur der Überfall auf die Ukraine, sondern die Gefährdung Europas, die Gefährdung der Welt. Eine völlig neue Dimension, die dadurch entstanden ist, durch diese Aggression, eine Gefahr für die Menschheit. Ein Diktator, ein Autokrat, ein gewissenloser Despot droht mit der Atombombe, droht mit Kernwaffen. Das ist doch eine völlig neue Dimension, auf die man die Menschen dann auch einstimmen muss und sagen muss, wir tun das Möglichste, um das zu verhindern. Wir helfen einem Land in Not, so wie man uns auch geholfen hat in der Not. Eine solche Rede wäre notwendig gewesen oder solche Reden sind notwendig und das sehe ich zu wenig. Nochmal, wie würden Sie es ausgestalten? Hätten Sie den Mut, den Leuten zu sagen, ich weiß, die Steuerbelastung ist eh schon an einem Punkt angekommen, an dem man euch eigentlich nicht mehr richtig viel zumuten kann. Auch die Mittelschicht, sieht man ja auch, gerät zunehmend unter Druck. Was hätten Sie gemacht? Wie wären Sie es angegangen? Und hätten Sie den Mut, den Leuten zu sagen, dieses Land verliert gerade Wohlstand? Und zwar auf Jahrzehnte hinaus. Das ist doch gar keine Frage. Natürlich verliert das Land Wohlstand. Wenn eine Inflation, wofür diese Bundesregierung nichts kann, jetzt auf 10% anschwillt, dann ist das natürlich ein gravierender Vorgang, der für jeden von Bedeutung ist, und zwar von negativer Bedeutung. Bei der Wiedervereinigung haben wir versucht, einen Policy-Mix, einen Finanzierungsmix durchzuführen. Wir haben etwa ein Drittel über Einsparungen finanziert. Das war auch damals nicht einfach. Etwa 100 Milliarden D-Mark damals im Haushalt einzusparen. Wir haben ein Drittel, manchmal sogar weniger, über Kreditaufnahme finanziert. Das war damals sehr schwer, denn ich musste damals bis zu 8 und 9% Zinsen zahlen für die Schulden des Bundes. Wenn man sich mal vorstellt, die gegenwärtigen Finanzminister bekommen das Geld umsonst. In den letzten Jahren haben sie dafür sogar noch Geld bekommen. Das eröffnet jedem Finanzminister einen Spielraum von 30 bis 40 Milliarden, mit dem man was anderes, Vernünftiges tun kann. Und dann, das war alles andere als populär, haben wir auch Steuern und Abgaben erhöht. Der Solidaritätszuschlag, die Erhöhung der Mineralölsteuer, die Erhöhung der Tabaksteuer war alles andere als populär. Aber es war notwendig, um diesen Finanzierungsmix durchzusetzen. Und den Solidaritätszuschlag, den haben wir deswegen gemacht, weil er allein dem Bund zufließt. Und wir damit allein die Möglichkeit hatten, dieses Geld zu bekommen, während ich sonst für alle anderen Steuern immer die Zustimmung der Länder gebraucht habe. Und die Länder haben sich damals an den Wiedervereinigungskosten nicht gerade besonders beteiligt. Was würden Sie heute machen? Würden Sie einen Energiesoli machen? Würden Sie die sogenannten Zufallsgewinne besteuern? Was würden Sie tun? Ob man die Zufallsgewinne besteuern kann, weiß ich noch nicht. Das wird sich klären. Wenn das möglich ist, rechtlich halte ich das durchaus für möglich. Und zwar europaweit. An Einsparungen, an Subventionsabbau ist man bisher überhaupt nicht gegangen. Auch das wäre mal eine Überlegung wert. Wo würden Sie denn ansetzen, Herr Weigel? Ich würde mir mal alle Subventionen und alle Ausgaben anschauen. Und dann kann man gezielt ansetzen. Oder mal überlegen, ob man über alles vielleicht eine Quote von 3 bis 5% setzt und sagt, jeder von euch muss 3 bis 5% einsparen, um damit ein Volumen zu gewinnen,
für die notwendigen Investitionen und für die notwendigen Krisenausgaben. Und aber konkret, was würde das heißen? Also wo würden Sie rangehen? Was sind die Töpfe, wo Sie sagen würden, müsste man sich das mal anschauen? Alle, nicht nur einer. Sondern wenn es nicht gelingt, speziell was zu kürzen, dann muss ich eine allgemeine Sperre durchführen und sagen, alle Ausgaben mit Ausnahme der gesetzlich beschlossenen und auch vielleicht gesetzlich beschlossene müssen ebenfalls überlegt werden, wie wir ein Einsparvolumen, sagen wir mal, von vielleicht 20 Milliarden Euro zustande bringen. Okay, ich fange mal an. Bildung? Ja, ich sage, bei Bildung würde ich weniger kürzen als bei anderen Dingen. Aber Pendlerpauschale? Es darf kein Tabu geben. Wir haben damals auch kein Tabu gemacht. Ich werde jetzt nicht einzelne Dinge herausgreifen. Aber auch in anderen Bereichen wie der Sozialpolitik. Wir glauben immer noch, oder wenn der Arbeitsminister sagt, Sozialausgaben nicht gegen Kriegsausgaben gegensetzen. Ja. Das finde ich den völlig falschen Vergleich. Wir müssen uns überlegen, was hat jetzt oberste Priorität? Das ist die Sicherung des Friedens. Und alles andere hat etwas zurückzustehen. Das heißt, Sie würden bei Sozialausgaben würden Sie sparen? Ich würde in allen Bereichen sparen. Sie würden das tun rein in eine ohnehin schon angespannte Stimmung, in einem Land? Ja, natürlich muss ich mir dann überlegen, dass ich die Ärmsten, die also unabdingbar auf ein Minimum angewiesen sind, dass ich denen verstärkt helfe. Das ist gar keine Frage. Aber in allen anderen Bereichen sind Opfer unumgänglich. Sowas wie die Gasumlage, wenn Sie das sehen, wie das handwerklich gemacht war? Naja, das ist also einfach trostlos. Ich muss mir doch vorher überlegen, wenn ich so etwas anpacke, wie das aussieht, wie ich das umsetzen kann, welche Zustimmung das benötigt. Also das sind die Dinge, die dann bei der Bevölkerung ziemlich schlecht ankommen. Das heißt, jemand wie Robert Habeck, der ja das gemacht hat, der ja so kommuniziert hat, der ja den Leuten unangenehme Wahrheiten zugemutet hat und deswegen auch vielfach sehr gut kommentiert und besprochen worden ist. Wie sehen Sie den heute? Ja, es ist ihm nicht gelungen, diese Kommunikationsform auf längere Zeit aufrechtzuerhalten. Die hat so lange geklappt, solange die Dinge nicht gravierend waren und solange er im Allgemeinen blieb. Aber in dem Augenblick, wo er ganz konkret ans Handwerkliche ging, da hat man den Eindruck, dass er zu viele seiner leitenden Mitarbeiter aus seinem früheren Bereich der Umweltpolitik ausgesucht hat und wahrscheinlich zu wenig Kenner, die wirklich in der Energiepolitik behaftet sind. Sein Versuch auf Raten doch wieder ein bisschen mit der Kernenergie zu kommunizieren, der sieht ja ähnlich aus. Also ich habe viel Verständnis dafür, dass man die Kernenergie angesichts der Endlagerproblematik beenden möchte. Aber etwas, was also nun Jahrzehnte in Deutschland jedenfalls ordentlich abgelaufen ist, noch 2 oder 3 Jahre länger laufen zu lassen, das halte ich als Brückentheologie, als Übergangsenergie, nicht Theologie, als Energie jedenfalls für vertretbar. Und das ist der Punkt, den Leuten zu sagen, wir nützen alle Möglichkeiten, um über den Winter und auch über den nächsten Winter zu kommen. Und dazu zählt auch ein verstärkter Einsatz und eine längere Laufdauer der Atomkraftwerke. Noch einmal ganz kurz Staatsschulden, diese unfassbaren Zahlen, mit denen da gerade jongliert wird. Ich meine, wir haben mittlerweile so viel Geld in sogenannten Schattenhaushalten, wie der gesamte Etat ist. Eines Jahres. Wir haben unglaublich viel Geld sozusagen dort versteckt. Wir nennen es ein Sondervermögen. Ja. Ist ein schönes neues Wort für Schulden. Ja, also amüsiert Sie das, wenn Sie sowas hören? Man soll ganz ehrlich sagen, ich kann mich erinnern, wir haben damals den Erblassentilgungsfonds auch Sondervermögen genannt. Nicht Sondervermögen. Also, ja, aber man muss dann klipp und klar sagen, das ist nicht etwas, was uns zugeflossen ist, sondern was wir aufnehmen. Und dann muss man sagen, wie tilgen wir das? So. Der Erblassentilgungsfonds hat damals eine Größenordnung von 570 Milliarden gehabt. Und dann haben wir gesagt, den tilgen wir innerhalb von 20 Jahren. Und das ist auch gelungen durch die
Gewinne der Bundesbank und durch das, was aus dem Haushalt stattgefunden hat. Die Frage ist, ob es jetzt wieder gelingt. Sie haben dieser Tage gesagt, es ist notwendig, nicht nur, das fand ich interessant, die explizite Staatsschuld zu sehen, sondern auch die implizite Staatsschuld. Wenn wir jetzt mal ein bisschen Volkswirtschaft machen, was heißt das? Das hat vor 10, 15 Jahren der Sachverständigenrat zum ersten Mal thematisiert. Und das finde ich ganz wichtig im Sinn der Nachhaltigkeit der Finanzpolitik. Mhm. Und zwar, wir sehen nur, was im Haushalt ausgewiesen ist. Pensionslasten, was in Pflege und anderen Dingen auf uns zukommt, das ist nicht bilanziert, aber gesetzlich bestimmt und kommt unausweichlich auf uns zu. Und der Sachverständigenrat, Raffles Hüsch und andere, haben das mal berechnet. Und dann sind es für Deutschland nicht 60 oder 70%, sondern 150% des Bruttoinlandsprodukts, die auf die nächste Generation zukommen. Weil? Und so, weil das, was alles an Pensionen, an Sozialdingen schon beschlossen ist, und auch schon beschlossen ist. Also sozusagen die Versprechen, die wir schon gemacht haben. Die Versprechen, die gesetzlich bestimmt sind. So. Nicht nur Versprechen sozusagen ins Ungefähre hinein. Das kommt alles unabdingbar auf uns und auf die nächste Generation zu. Ich wollte gerade sagen, es kommt auf die nächste Generation zu. Und jetzt will ich Ihnen noch etwas erzählen, welche Länder da plötzlich einen Swing gemacht haben und besser dastehen. Ausgerechnet die Krisenländer, wie zum Beispiel Griechenland, stehen heute wesentlich besser da. Als wir? Als wir. Italien steht etwa gleich gut da. Warum? Die Länder haben in den letzten 10, 15 Jahren das eine oder andere auch im Sozialhaushalt, was Renten anbelangt, längere Lebensarbeitszeit und so weiter, geändert. Ja. Und zwar oft nicht spektakulär, sondern wie die Italiener sehr geschickt in Schritten, da tritt das eine oder andere erst in 3, 4 oder 5 Jahren in Kraft. Und dann merken es die Leute kaum. Und so ist die implizite Staatsschuld im Moment in Griechenland wesentlich geringer. Sie ist auch in Irland, in den anderen Programmländern, die in größten Schwierigkeiten waren, geringer. Und sie ist in Italien nicht höher als in der Bundesrepublik Deutschland. Und das wäre notwendig, in jede Haushaltsberatung, in jede Finanzberatung mit einzuführen, wie sieht das mit der impliziten Staatsschuld aus? Wie lösen wir das? Und das findet in den öffentlichen Debatten, das findet in den Haushaltsdebatten und in der Politik nicht statt. Es ist, betreiben nur wenige Eingeweihte etwa, aber wäre ganz wichtig, weil das etwas über die zukünftige Politik aussagt, über die Zukunft. Und da sage ich mal als Älterer eines, dass niemand den Mut hat, die Lebensarbeitszeit zu erhöhen. Dass Franz Müntefering... Auf wie viel? Jedenfalls höher. Auf wie viel? 67, 68, 67, 69, das 70? Wird möglicherweise in späteren Zeiten sogar noch über 67 hinausgehen müssen. Nicht, weil ich das will, das heißt, ich will es, ich habe gern länger gearbeitet, konnte es auch, Gott sei Dank. Nicht jeder wird es können, das muss man auch sehen. Genau, darum geht es auch gar nicht. Nein, aber insgesamt, denn die Demografie, die Zahlen sagen es uns dann ganz nüchtern, die jüngere Generation wird kleiner, so viel wachsen gar nicht nach. Wir alle werden mindestens 10 Jahre älter als unsere Eltern. Ja, wer soll das finanzieren? Entweder niedrigere Renten und Pensionen oder höhere Abgaben, beides ist schwierig, oder ich erhöhe die Lebensarbeitszeit und das wird unabdingbar auf uns zukommen.